1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Aber da muss ich ja sowieso wieder zählen. Okay. Dann machen wir erst die Löcher, ist ja egal. So. 2. Und ich muss trinken. So, auch in mich ein bisschen Wasser hineinkippen. Mit ein bisschen Teegeschmack. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, nee, das tut gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann machen wir da hinten noch was hin. Da musste noch was hin. So. Oh ja, das kann ich so per Augenmaß machen. Irgendwie so da dazwischen. Ah, nee, warte mal. So genau will ich aber jetzt sein hier. Alles so in einer Reihe, weil ich mich dann auch sonst wieder vertue. Was ich wahrscheinlich ja sowieso schon wieder getan habe, aber ja. Egal, hier. So, ja, tatsächlich. Aber ist nur das hier versetzt. Naja, egal. Jetzt geht's dran. Die Wassereimer brauchen wir jetzt. So, und den packen wir dahin. Die Erde kann weg hier. Füllen wir noch ein bisschen Wasser ein. So, und dann ab ins Bett. Oh, dann geht es ja hier richtig voran hier. Naja, gut, ne? Dann machen wir fast eine Aufnahme. Naja, jetzt haben wir ja gerade mal die Hälfte der Aufnahme. Gerade mal 35,5 Minuten. Ah, ich hätte mir eine unendliche Quelle machen müssen. Hm. Nee, warte mal. Ich wende mal einen Trick an. Vielleicht funktioniert das. So, wenn ich jetzt nämlich... Ah, nee, ich brauche ja noch Wasser. So, das nützt mir... Warte mal. Doch, 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 doch. Das muss gehen. Hier so und jetzt, genau. Das wechsle ich wieder aus hier. So, jetzt kann ich hier auffüllen. Und ins Bett gehen. Schnell die blaue Stunde noch ausnutzen. Um das Bett zu finden. Hier, und rein da. So, wir haben wieder Morgen und es geht los zum Wasserloch befüllen. Hier haben wir jetzt das große. Ja, egal. Das lassen wir erstmal. So, zack. Und jetzt ist das Feld auch nicht mehr so, nicht so, also das Stück hier. Oh, jetzt habe ich kein Wasser mehr, okay. Das sollte jetzt relativ schnell auch wieder angesät sein. Nein, das war verkehrt. Den Weizen will ich nicht wässern. Samen ist das auch. So. Das dürfte jetzt auch schnell noch angebaut sein. Also ich weiß, ich glaube, ich bleibe jetzt tatsächlich mal hier. Ja, machen wir die wieder voll. Und wir gehen heute nicht unter Tage. Wir bleiben hier die ganze Zeit draußen, weil ich einfach mal sehen will, wie groß die Dateien werden. Wahrscheinlich riesengroß. Warte mal, ich wollte so umschalten hier. So und so, genau. Und die Wassereimer, die mache ich weg. Die brauche ich jetzt ja nicht mehr. Oh, da ist ja noch ein Wasserloch. Guck mal. Ah, die habe ich hier übersehen. Okay, gut. Ja, dann machen wir das auch gleich. Also nicht übersehen, sondern vergessen einfach. Schlichtweg vergessen. Im Eifer des Gefechtes schon wieder was anderes gemacht. Nein, da habe ich... Ich habe es noch gesehen. Ich habe den Weizen getroffen. Und diese hier. So, genau. Okay, also jetzt Wasser weg. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, das wächst schon langsam, aber sicher zu. Da hinten, das, ja, das ist frisch angepflanzt. Das dauert ein bisschen länger. Naja, ich werde mich ja demnächst noch länger hier aufhalten. Und dann wird das alles noch... Oh, was ist das denn hier? Da ist er, da fehlt ja was. Joa, habe ich wohl übersehen.
Nö, da war Wasser. So, die Wasser einmal weg. Da fülle ich mal wieder ein bisschen was ein. Ja, und dann Weizen ansehen. Machen wir auch gleich hier. Oh ja, und essen auch noch. So, jetzt können wir erstmal... Achso, ah, Moment, von wegen ansehen. Ich muss erst hier harken. Ja, gut. Jetzt muss ich erst doch harken und dann ansehen. Ich wollte gerade anfangen, darüber zu sprechen oder zu fragen, was wir denn als nächstes machen könnten. Aber wir sollten doch erstmal hiermit annähernd fertig sein. Wir könnten zur Abwechslung mal ein bisschen Gelände umbauen. So. Da vorne und rechts vorne und so weiter. Da, wo ich noch ein bisschen Gelände abtragen will. Also die beiden Aufnahmedateien. Uwe, aber Moment, bin ich schon viel zu weit gelaufen. Ich habe nach links geschaut auf dem Bildschirm. Die erste ist 11,9 GB groß und 21 Minuten 40 lang. Und die zweite ist jetzt 18 Minuten 10 und 10,3 GB groß. Ja, die kann noch ein bisschen. Oh, das war's schon, okay. Ja, jetzt habe ich eben keinen Vergleich, wie groß die denn sonst sind. Die dürften, denke ich mal, so ziemlich gleich groß sein. Das Entscheidende ist nur, was eben beim Rendern dann also weggerechnet wird und eingespart werden kann. Das ist dann hier eben nicht so viel. Irgendwie habe ich es heute mit diesen Dateigrößen und so weiter. Naja, mir fällt gerade nichts anderes ein. So, eine Reihe gleich fertig. Ach, das ist aber lang hier. Richtig langes Stück. Die anderen, naja, die sind aber, das sind nur ein bisschen, ein paar Meter, das sind die länger als die anderen Stücke. Naja, egal. So, ja, dann einfach gleich hier weitermachen. Für diese Ecke hier reicht die Harke noch. Für die andere Ecke, die ich noch dran bauen will, na, vielleicht nicht mehr. Ja, doch, ich sehe hier gleich was an. Und dann kann ich auf die andere Seite von den Wasserlöchern gehen. Und ich könnte sie eventuell schon wegmachen. Ich könnte sie schon wegmachen, genau. Weil die anderen ja das jetzt auch alles bewässern hier. Ja, genau. Ja, dann machen wir sie gleich zu. So, und das große Wasserloch... ja, machen wir auch zu. Also ich meine, gleich jetzt schon... Oder warte mal, hier in der Mitte... Oh, warte mal, warte mal. Das reicht doch nie und nimmer hier. Na, dann müssen wir das große noch lassen. Sollte genügen. So und so. Und die zwei noch. Halt, warte mal. War schon... Nee, warte mal. Ja, so. Erst zu weit links, dann zu weit rechts. Nein. So. Und so. Okay. So, dann jetzt raus die Harke und los geht's. Die nächste. Oh, warte mal. Die nächste Reihe. Ja, dann... Oh ja, jetzt fange ich mal eine neue Datei an. Warte mal, das ist 12,2, ja? So, 12,2 und 20 Minuten 50. Hm. Die dritte Aufnahmedatei haben wir mit... ja, hat gerade angefangen mit 17 Sekunden und 222 Megabyte. Na ja, gut, da bin ich gespannt, ob ich dran denke, zum Schluss, kurz vor Ende der Aufnahme... nochmal dahin zu schauen, wie groß das dann ist. Wenn ich diese Datei beende, dann ist die Aufnahme ja beendet, dann kriegt ihr das nicht mehr mit. Habe ich da... Ja, das passt. Ja, also das Wasserloch war wohl nötig hier.
Ah, nee, das kann ich ja jetzt erst sehen, ob das hier wieder zugeht. Aber nö, wohl nicht. Komm, wir machen das jetzt auch alles hier noch. Ah, warte, warte. Wenn schon dann ordentlich. Muss ich denn hier eigentlich drumherum auch noch Erde wegmachen? Nee, ich glaube nicht, oder? Das passt alles. Hier, ja genau, hier an der Seite noch. Aber hier, nee, da vorne nicht, aber hier noch ein bisschen. Ja, okay. Mhm. Oh, ich muss noch anpflanzen hier, das da. So, das sind 5 Reihen noch. Mit der hier? Nee, oder? Nee, das sind... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 und mit dieser hier sind es noch 6. Oh, da müssen wir wohl noch was Neues holen. Hier an Samen. Aber wir dürften noch was da haben. Ja, ich mache das jetzt ganz zu hier. So. Da habe ich schon gesehen, dass wieder was weggeht. Der Acker hat sich in Erde verwandelt. Naja, gut. Nicht weiter dramatisch. So, jetzt dürfte ich... Ah, doch, da vorne müsste ich jetzt in ein Wasserloch fallen. Oder doch nicht? Nee, dann doch nicht. Die waren ja versetzt. Hier, oder... Ja, gut, eins. Um die kümmern wir uns gleich. Ah ne, komm, das könnten wir gleich machen hier. Dann ist das alles ordentlich erledigt hier. So, und auch du schnell noch. Genau. Und die Wasserlöcher zum Schluss zu machen. Denn wir haben ja noch 2 Reihen zu machen. So, genau. Ja, dann gleich noch ein bisschen das Gelände hier drumherum angleichen. Dann sind wir in dieser Ecke nämlich auch komplett fertig. Was ist denn das da vorne? Ist da noch ein Wasserloch? Nee, das sieht man hier auf der... Ah ja, da kann ich ja nicht hindeuten. Auf der Minikarte sieht man es. Aber das sind welche, die einfach noch nicht so weit gewachsen sind. Es sind noch ein paar grüne Stellen drin. Oder wieder, oder wie auch immer. So, und... Anpflanzen. Jetzt bin ich gespannt, ob das noch genügt. Hm, das wird knapp. Oh, was ist denn da? Da ist, was? Da ist ja wieder alles zu. Naja, gut. Warte mal, ich will jetzt nicht in das Wasserloch fallen. Und es wird auch wieder Nacht. Und ich komme wieder auf die schiefe Bahn. So. Ja gut, ein bisschen Tageshelligkeit haben wir noch. Dann pflanze ich jetzt eben an, was ich so anpflanzen kann. Dann lege ich mich hin und dann machen wir morgen den Rest. So. Und die Wasserlöcher noch zumachen. Ja, guck mal hier, das ist da schon alles komplett gewachsen hier. Also jetzt erstmal ins Bett gehen. Da ist die Kiste, da ist das Bett. Kann ich mich schon hinlegen? Nein, noch nicht, aber gleich. Ich habe noch... Ja, siehste. Hat locker gereicht. Da füllen wir ein bisschen auf. Oh, aber die Harke ist jetzt aber auch schon... Na, ordentlich angeschlagen. Da ist nicht mehr so viel übrig. Ja, aber dafür habe ich sie ja. So, jetzt mache ich mal... Hier erst nochmal alles hier. So. Da und da. Das ist ja nicht so viel. Oh, das ist gleich wieder zugewachsen. Oder zu... Wie nennt man das eigentlich, wenn das... wenn Ackerboden... Also wenn der Boden selbst irgendwie eben verdirbt. Ja, es ist ja nicht verdorben, aber der Acker, das Beackerte... Das Geackertsein des Bodens vergeht. Verwittern. Ja, genau, verwittern. Das wäre ein guter Ausdruck. Wobei das eigentlich kein Ver... Ja, stimmt, es ist nicht verwittern. Ah, oh, wie nennt man das? Verwittern ist Erosion. Und Erosion ist die Zerkleinerung von Material auf physikalische oder chemische Weise. Oder auch biologisch, was ja letztendlich auch wieder chemisch ist. Und
der Transport oder Abtransport, das ist dann ja eben genau das. Das ist das, was man oftmals dann irrtümlich als Erosion bezeichnet. Der Abtransport von Material. Das kann also einfach so sein, dass so eine Furche einfach zerfällt und sich langsam immer glatter wird. Oder das kann ein ganzer Erdrutsch sein. Oder auch sowas wie, da war ja noch das Loch, genau. Sowas wie, dass einfach Sediment in Flüsse gerät und durch den Fluss ins Meer getragen wird. Okay, aber egal. So, jetzt haben wir hier noch so eine Ecke dran. Ja, das ist cool, das gefällt mir. Und da will ich gerne hier noch was hinmachen. Hier ist hier noch so ein Dings hier dran. Aber nicht allzu viel. Aber ich würde sagen, wir lassen das erstmal. Wir wollten ja sowieso erstmal hier nochmal was wegmachen. Das kann ich mit der großen Schaufel machen hier. So, dass da ein bisschen Platz außenrum ist. Das da passt auf jeden Fall erstmal, genau. Mehr nicht, das muss nicht sein. So, jetzt hier.